In dieser Umgebung spüre ich die Aura Zelda kaum. Ich empfehle dir daher, einen anderen Ort zu suchen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Zelda Skyward Sword HD. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen verlaufen. Wir wissen jetzt derzeit nicht, wo wir gehen müssen. Aber wir schauen jetzt mal die Aura. Was sagt jetzt eigentlich die Aura so genau? Wir müssen dort lang. In dem Pilz muss ich leider in Fern bleiben. Weil es mich leider richtig stunt. So. Ja, ich muss leider da schwimmen. Okay, da muss dann die Aura zeigen, mir dort lang zu gehen. Gott sei Dank gibt es dann die Aura, wo wir jetzt gehen müssen, weil wir müssen erst an die Aura fokussieren, weil nicht, dass wir dann jetzt unnötig viele Parts machen. So, sag jetzt die Aura jetzt diesmal. Hier entlang. Okay. Meine Frage ist jetzt, wie komme ich da hier hoch? So, ich weiß jetzt, wir müssen jetzt dort lang. Müsste wahrscheinlich dann die Aura sein, aber die Frage ist jetzt, wie komme ich da hier hoch? Kann ich hier da hochcrawlen oder sowas? Wo hochklettern, muss doch einen Weg geben hier irgendwo. Ich finde es nicht so sehr einfach, wie ich mir das vorgestellt hätte. Fuck, wo kannst du jetzt hochgehen, bitte? Das Spiel erklärt mir nicht ganz genau, aber ich glaube, ich muss jetzt dort nach oben gehen und dann dort schwingen. Ich habe jetzt gerade im Lösungsbuch nachgeguckt. Ich kann mal raus. Weg mit den ganzen Zeugs hier. Da ist das zum Schwingen. Ja, tatsächlich, da ist das zum Schwingen hier. Das ist schon mal weg. So. Damit haben wir jetzt den Weg genommen zum Häuptling. Endlich haben wir rausgefunden, wo wir jetzt gehen müssen. So, schwingen. Und spring rüber. Da haben wir schon ihn endlich mal gefunden. Den Häuptling. Oh, hey. Kennst du mich? Ich bin Rotboss, der Häuptling der Q. Du hast tatsächlich geschafft, meine perfekte Tarnung zu durchschauen. Ich bin beeindruckt. Wer so etwas schafft, hat ein Ordnung als deines. Ich soll mal die Nachricht hier überbringen. Was? Du bist etwa Mitglied meines Stammes begegnet? So, so. Manchmal geht es also gut. Aber noch ist der Wald voller Monster. Ich kann hier nicht weg. Was sagst du da? Du suchst ebenfalls nach jemandem? Nun, ein Mädchen mit blonden Haar. War gerade erst vorhin bei mir. Aber im Augenblick habe ich ganz andere Sorgen. Der Wald ist außer Rand und Band. Meine Gefährten, ja, diesen Schlamassel, habe ich das blonde Mädchen ganz vergessen. Tut mir leid, aber drei meiner Gefährten musst du noch finden, um mich zu beruhigen. Vielleicht fällt dir dann wieder ein, was mit deiner Freundin geschehen ist. Der Häuptling ist leider nicht mehr in Zeldas Nähe, aber ich bin sicher, dass er etwas weiß. Wenn du die versteckten Q suchst, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 85%, dass du von ihm etwas über Zelda erfährst. Ich habe die Präsenz der Q in deiner Aurasuche hinzugefügt. Gut zu wissen, dann werden wir auch weniger Probleme haben. Soll ich dir erklären, wie du das Ziel deiner Aurasuche festlegen kannst? Ja, bitte. Ja, vergesse ich schon in letzter Zeit. Wenn du
den oberen D-Pad gedrückt hältst, bekommst du die möglichen Ziele deiner Aussuche angezeigt. Wähle das Ziel, nach dem du gesucht möchtest, und lass den oberen D-Pad los, um es zu registrieren. Wenn du nichts suchen willst, wähle Umsehen aus und lasse oben los, um deine Auswahl zu bestätigen. Verstanden. Bereits gefundene Q sind auf deiner Karte markiert und werden von der Aussuche nicht mehr erfasst. Beginne jetzt mit der Suche. Mal sehen, was uns jetzt hier erwartet, denn ich glaube, hier gibt es noch etwas. Okay, habe ich jetzt schon bereits eine Fee? Nee. Aber wo ist, brauchen wir jetzt eh keine Fee. Wir haben inzwischen jetzt noch einen Trank, der jetzt uns heilen wird. So, ich muss jetzt mal konzentrieren. Was sowas von klar ist, nämlich. Na super, muss ich jetzt wieder nach oben gehen. Das ist ein Dreck. Wo war der Weg nochmal? Ah, fuck. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich jetzt gehen muss. Crap. Wo war das nochmal? Ich glaube, hier entlang. Da lang oder woanders lang? Keine Ahnung mehr. Die ganzen Gegner machen mich schon nicht lang zu beschucke. Mann, ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt gehen muss mehr. Wo war ich jetzt eigentlich hochgegangen? Das ist eine Stelle, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich gehen muss. Na super. Ah, da lang. Ich bin etwas verwirrt, Leute. Der ganze Wald ist ziemlich verwirrend. Mann, lass das mit dem scheiß Steinchen, ey. Das nervt. Na bitte, geht doch. Ich möchte jetzt bloß nicht Game Over gehen, jetzt nach fast 8 Parts, ey. Das ist jetzt schon der 8. Part und jetzt verkacke ich jetzt schon diese Sache hier mit den Stachelviechern. Die respawnen sich nicht noch einmal. Na bitte. So, jetzt haben wir den zweiten Try schon jetzt. Und da ist ein Moblin. Und er holt jetzt schon seine Verstärkung hier. Mann, verdammt. Weg, 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 weg. Fuck. Schnell, hol die Herzen. Hol die verdammte Herzen. Fucking Herzen. Fuck. Jetzt einmal hin, langsam. Immer mit der Ruhe. Bitte. Boah, ich hab schon gedacht, jetzt gehe ich drauf. What the hell? Hm? Du hast die roten Kerle weggeputzt. Bist du etwa einer von den Guten? In diesem Fall könntest du Mugi gleich mal helfen. Mugi steckt hier nämlich fest. Kannst du Mugi helfen? Mugi. Interessanter Name. So, jetzt müssen wir dann dort die andere Richtung gehen. Oder wie soll ich da weiterkommen? Weil ich komme jetzt hier nicht weiter. Immer mit der Ruhe, liebe Leute. Hm.
Müsste ich leider runterhauen, sorry. Autsch, autsch. Aber trotzdem danke. Was? Unser Häuptling hat sich um Mugi gesorgt? Irgendwie rührt das Mugi ja. Mugi, das ist nämlich ein Name. Wir nennen uns alle bei unseren Namen. Das ist viel persönlicher. Sagst du dem Häuptling, dass es Mugi gut geht? Ich bin noch etwas schwach auf den Beinen, aber das wird schon wieder. Können wir auch tun. So, jetzt müssen wir aber... So, schauen wir mal, wie wir das machen werden. Wir müssen jetzt da irgendwie dort hochkommen. Jetzt gehen wir mal Tarzan-mäßig los. Müssen wir mehr Schwung nehmen. Das hat nichts gebracht. Okay, nächster Versuch. Einmal. Na bitte. Geht doch. Jetzt haben wir noch einen kleinen Umweg hier freigeschaltet. Und schieben wir mal diesen Block hier runter. So. Okay, hier entlang. Schnell sind. So, dann wollen wir mal schnell hier weiter schwimmen. So, sagt die Aura jetzt, wir müssen dort lang. Dann müssen wir dort lang gehen und dann hier nach oben oder wie? So. Die Frage ist jetzt, wo soll ich jetzt hingehen? Aha. Wir sind ganz nah. Bist du es? Oh, du darfst mich nicht essen. Kombu ist nämlich völlig geschmacklos. Renn lieber weg. Was? Unser Häuptling hat sich Sorgen gemacht. Geht es ihm gut? Ja. Mein Name ist Kombu. Schön, oder? Sag mal, kannst du unserem Häuptling ausrichten, dass es Kombu gut geht? Die Gefahr scheint hier noch nicht vorbei zu sein. Kombu geht lieber mal wieder auf Tauchstation. Na gut, schauen wir mal, was jetzt... Oh, da ist noch ein extra Rubin. So, jetzt die Frage ist jetzt, wo soll ich jetzt noch hingehen? Der Wald ist riesengroß, also da kann man schon locker verlaufen. So, dann mal schön mal speichern. Wir sind schon jetzt etwas weitergekommen. Ich weiß, wir werden jetzt leider nicht den ersten Tempel jetzt noch nicht betreten können. Aber erst im nächsten Part. Mal sehen, was uns jetzt als nächstes hier noch erwartet. Wir müssen jetzt sowieso noch nachschauen. Oh shit, ich bin falsch gegangen. Falsche Richtung. Red.
Ich muss auch schön aufpassen, dass dann diese Kaktusse mich dann fertig machen. Und ja, die Baumstämme haben sich wieder zurückgestellt, ist ja klar. So, dann gehen wir mal schnell zum Häuptling. Mal sehen, was uns jetzt er jetzt zu sagen hat. So. Das ist ein sehr guter Treffer. Und da wären wir auch schon, lieber Häuptling. Macher, Mugi und Kobo geht es gut? Entschuldige, aber einen musst du noch finden, damit ich mich beruhigen kann. Willst du ihn für mich suchen? Dieser Gefährte hat die Gabe wie ein Busch und Taram. Am besten suchst du ihn aber dort. Und wenn du ihn findest, erlasse ich mich vielleicht wieder deiner Freundin, wo deine Freundin ist. Fehlt noch einer? Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, wir haben schon alle drei geholt. Hä? Oh mein Gott, das war ziemlich knapp. Es stellt sich jetzt ziemlich schon schwierig dar, aber wir werden es schon schaffen. Na bitte. So. Sagt die Aura jetzt? Dort lang. So, dann kommen wir hier rein. Hier müsste er sein. Und du auch noch, mein Freund. Mehr Rubine, aber... Fällt uns nicht noch etwas nichts? Muss mal nachschauen. Tatsächlich muss ich auch da hochklettern, ist ja klar. Da ist noch einer von unseren Cues. Es müsste einer sein. Hallo, kleiner Freund. Na, hallo? Geh ja an, aber... Muss ich etwas werfen? Moment. Wie kann ich bitte schon den anderen wachrütteln? So, den Q habe ich jetzt mal gefunden, aber... Wie fühlt sich denn der Macher an den ersten Q? Den du, was er drin ist, ein Symbol findest, brauchst du nur vom Vorsprung hinab zu springen und weiter rechts klettern. Habe ich ja eh schon gemacht. Aber wo ist jetzt bitte schon der Nächste? Ich weiß nicht, wie soll ich denn den jetzt einmal wecken?
Ich hätte fand es natürlich angelst du den lang. Bist du in einen neuen Vorsprung errichtet? Mäh das Gras nieder und Q-Symbol hat keine Möglichkeit, sie weiter von dir zu verstecken. Also ich muss die ganze Gräser aufmähen. Oh Mann. Gleich. Das ist eine komische Logik. So, jetzt musst du jetzt schon mit mir reden können. Da sucht man sich so ein tolles Versteck und wird trotzdem gefunden. Mein Name ist Symbol und Symbol ist fast so gut im Verstecken wie unser Häuptling. Die Aura sogar fast kein relevantes Ziel mehr in meiner Gegend. Ich empfinde, zum Häuptling zurückzukehren und mit ihm zu sprechen. Wie? Du hast unseren Häuptling getroffen? Dann ist der wohl auch nicht so gut im Verstecken. Redest du ihm aus, dass sich Symbol hier versteckt hat und soll er mich ruhig suchen kommen? Na klar. Ich will es auch sagen. Weißt du, gehen wir jetzt mal schnell wieder zurück, wo wir hingehen wollten. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurückgehen. So, dann gehen wir mal jetzt den ganzen Weg jetzt zum Häuptling zurück. Und weit weg könnte er nicht mehr sein. Oh Mann, der zieht mir sehr viel Energie ab. Mit dir habe ich keinen Bock jetzt zu kämpfen, ich muss jetzt schnell weiter. Jetzt ziehe ich gleich vom Dungeon, mein lieber Freund. Und heute werden wir den Part auch gleich wieder beenden, weil wir haben jetzt die ganze Zeit jetzt nur mit den ganzen Q-Suche angefangen. Aber ich glaube, es wird schon jetzt dann im nächsten Part weitergehen mit dem ersten Dungeon. Boah, das war ziemlich knapp. Gut, da wären wir auch schon. Häuptling. So, so. Es geht also allen gut. Das hört man gerne. Vielen Dank, dass du unermüdliche Aufstöberer. Dann verrate ich dir das als Dank, wo deine Freundin hingegangen ist. Dieses Mädchen namens Zelda hat gesagt, dass es in den Tempel am Ende des Waldes gehen müsse. Ich habe ja noch versucht, sie davon abzuhalten, aber sie ist von auf meinen Rücken geklettert und ab in den Tempel. Also es ist ein Dungeon. Wenn du da hinten weitergehst, wirst du auf einen Tempel stoßen. Allerdings wild ist dort von Ungeheuern. Nun denn. Du hast meine Gefährten aufgespürt. Dafür gebühre ich dir Dank. Einen Moment, Entschuldigung. Oh! Hey, jetzt kriegen wir noch ein neues Item. Du hast die Schleuder erhalten. Verschließe es mit Deko-Kerne, um deine Gegner zu betäuben. Endlich mal ein spezielles Item, das wir auch nutzen können. Damit sollst du in der Lage sein, in den Tempel zu gelangen. Warum versuchst du nicht gleich mal diese Ringelranke dort anzuvisieren? Drücke zuerst ZR, um die Schleuder zu zücken und drücke halt nur ZR, um die Schleuder zu spannen und lasse ZR schließlich los, um einen Schuss abzufeuern. Wenn du keine Munition mehr hast, kannst du die Kerne dieser Blume hier aufsammeln. Sieh zu, dass du deine Freundin und bald findest, mein Kleiner.
Gut, dann probieren wir mal aus. Es erinnert mich ein bisschen an den Wii U-Steuerung hier. Ist auch ziemlich gut, einen Pro-Controller zu steuern. Also muss ich schon ehrlich sagen, es ist schon ziemlich gut gelungen, von Nintendo diesen Port zu machen. 1A. Na gut. Jetzt müssen wir noch zum Tempel gehen. Die Frage ist jetzt, wo ist er nochmal? Hier drüben. So, habe ich jetzt mal markiert, damit wir dann nicht mehr verlaufen. Weil dieser Wald ist riesengroß. As fuck. Aber lass uns jetzt schnell in den Tempel gehen. Im nächsten Part geht es dann mit dem ersten Dungeon dann bald los. So. Wie müsste der Tempel dann wohl sein? Okay, tatsächlich, da müssen wir natürlich jetzt was schießen. Und zack. Dann gehen wir mal schon nach oben. Und betreten wir jetzt den Dungeon. Im nächsten Part. Aber ich glaube, jetzt haben wir noch das hier gemacht. Aber wir schwingen dann in den Tempel im nächsten Part los. Also ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen, dieser Part. Obwohl jetzt ein bisschen verwirrend es war. Aber Hauptsache, es hat Spaß gemacht, mir zuzugucken. Falls euch dieser Part gefallen hat, Like da lassen und falls nicht geschehen und nichts verpassen habt und ihr mein Content gefällt, gerne ein Abo da lassen. Ich würde mich um jeden neuen Abonnenten freuen, der mich unterstützt und meinen Content noch supportet. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Pocketendo. Ciao!